Ja, servus. Ich weiß, vielleicht manch einer kann das Messer mittlerweile nicht mehr sehen. Böker plus Bushcraft Messer. Es wurden ja einige Dinge an diesem Messer kritisiert, wie der ungleichmäßige Anschliff von einem Scandi, schlechte Übergänge etc. Dann habe ich mir mal gedacht, da mache ich doch mal was dran. Und zwar angefangen mit dem Griff. Ich hoffe, man sieht's. Ich habe die Form der Griffschalen verändert. Ich habe versucht, eine etwas ergonomischere Passform hinzubekommen. Vorne ist es mir etwas besser gelungen. Hinten nicht so gut, wie ich gewollt habe, weil dafür die Nieten etwas ungünstig platziert sind. Aber es liegt jetzt wesentlich besser in der Hand. Auch die Kanten habe ich mehr abgerundet, vor allem auch unten habe ich das Ganze bauchiger geschliffen. Somit finde ich zumindest, liegt es besser in der Hand, zumindest bei mir. Und vorne diese Kante, was ja auch von mehreren Leuten schon kritisiert worden ist, habe ich abgerundet. Und ja, eben durch diese Mulde hier neben hat man hier mit dem Zeigefinger, mit dem Daumen einfach viel mehr Grip. Dieses Mikada hatte jetzt schon mittlerweile wieder eine Patina angenommen, obwohl das jetzt gerade mal 2 Tage her ist. Hier sieht man es noch so, dieses helle Graue. So war das direkt nach dem Schleifen. Und ich weiß nicht woher. Ich habe es in die Scheide weggesteckt, da war es komplett so gräulich. Und wie ich es dann wieder rausgeholt habe nach 2 Tagen, war ja, hatte der Griff schon diese dunkle Patina angenommen, ohne dass ich irgendwas dran gemacht habe. Weiß nicht, vielleicht hat ja einer schon mal mit Mikada gearbeitet und kann mir da sagen, warum, wieso. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, oh schön, jetzt ist das Mikada schön rau, jetzt ist es griffiger, jetzt ist es wieder ja wie geklättet, obwohl ich da gar nichts dran gemacht habe. Weil heute, ich habe gerade Mittagspause, habe ich mir die Klinge vorgenommen. Man sieht es vielleicht, dass da was dran gemacht worden ist. Und ich versuche es mal einzufangen. Fokussiert nicht richtig. Muss man die Kamera etwas höher drin. Man erkennt es jetzt auf der Kamera, glaube ich, ziemlich schlecht. Also ich habe auf jeden Fall die eine Seite von dem Scandi-Schliff angeglichen. Das war hier auf der linken Seite bei mir. Die war niedriger als rechts. Und an der Spitze sieht man es noch ganz leicht ungleichmäßig, da ist es aber gerade andersrum gewesen. Also die Spitze war es dann rechts flacher, das habe ich aber nicht ganz so gut hingekriegt. Aber zumindest hinten im Bereich, wo man hauptsächlich ja schneidet, im geraden Bereich. Da habe ich, denke ich, das doch relativ gut hinbekommen. Was auch bei mir war, hier in dieser Rundung, hier ungefähr, war wirklich wie eine Macke. Also da ging es hoch. Da war richtig so ein hoher Punkt zu erkennen in dem Scandi-Schliff. Und dann ist er wieder nach vorne ausgelaufen. Also eine richtige Verdickung. Wenn man so drüber langt, merkt man es noch ganz, ganz leicht. Das war richtig extrem.
Und dann eben noch der kurze Anschliff. Und ja, das habe ich geändert. Ich finde, jetzt liegt es viel, viel schöner in der Hand. Und ich habe jetzt gerade nichts Besseres gefunden im Geschäft. Gucken, dass ich das Stativ hier nicht mit umhaue. Also im Vergleich zu der Werksschärfe schneidet es wesentlich besser. Ich habe das dann erst mit dem Bandschleifer den Scandi nachgeschliffen von der Höhe und dann den Rest mit Nasssteine wieder das Feine hin, beziehungsweise wie heißt DC4 von dieser Diamantschleifer von Fellknife. Ja, das war es jetzt eigentlich mal von mir, nur um zu zeigen, was man machen kann. Ah ja, ich habe das nicht per Hand geschliffen, ich habe das alles maschinell gemacht. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin im Schuhhandwerk tätig und dementsprechend habe ich auch Zugang zu Schuhmachermaschine. Und damit ist es eigentlich eine Leichtigkeit, jetzt so einen Mikada zu bearbeiten oder irgendwie Holzgriffe. Da habe ich keine Probleme. Und für Mr. Tenacious, jetzt habe ich es. Jonas, du hast ja auch eins. Und da haben wir ja damals auf dem Bushcraft-Treffen gerätselt, wie rum jetzt die Nummer zu lesen ist. Also hier, die linke Seite, so ist die Nummer zu lesen. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Jackknife für das tolle Messer. Ich habe es jetzt noch nicht wirklich getestet, weil ich jetzt erstmal keine Zeit hatte. Jetzt habe ich es geändert und muss sagen, mit der Schneidleistung bin ich zufrieden. Auch der Griff gefällt mir jetzt wesentlich besser als im Original. Und ja, jetzt wird es bald rausgehen und wird getestet. Wir waren auch hier in den Fingermulden habe ich noch mehr abgerundet, dass der Finger besser drin liegt. Ja, das war's aber jetzt von mir. Waren schon wieder 8 Minuten. Hält nicht, doch jetzt. Das war's von mir mit dem Bürger Plus Bushcraft Knife. Servus, macht's gut.